Baden-Württemberg. Eine Landschaft mit Seele. Mittendrin erhebt sich der Inbegriff von Preußens Gloria. Burg Hohenzollern. Wie eine Krone thront sie auf dem Berg, der ihr den Namen gab. Sie ist das Sinnbild der preußischen Könige. Die steinernen Wächter bewachen nur zum Schein. Erbaut wurde die Burg zur reinen Machtdemonstration. Drohend stehen sie vor der Schatzkammer. Ritterrüstungen zeugen von Kämpfen und Kriegen. Im Innern Prunkstücke vergangener Tage. Die Hohenzollernkrone. Gefertigt für die Krönung Wilhelms II. Zum König von Preußen. Doch sie zierte nie den Kopf eines Herrschers. Blieb nur ein Schaustück der Macht. Sagenhaften Geschichtsstoff liefert der Waffenrock Friedrich des Großen. Einst auf dem Schlachtfeld getragen, zeugt ein Einschussloch von der wundersamen Rettung. Seine Schnupftabakdose schützte den König vor der tödlichen Kugel, denn das Bleigeschoss prallte daran ab. Geflickt tat die Uniform weiter ihren Dienst. Friedrich trug sie noch jahrelang. Als Touristenführerin. Ihr tägliches Spektakel. Die Burg wird erstürmt, gleich einer Bastion. Von 300.000 Schlossliebhabern jährlich. Mit straffer Hand übernimmt sie das Regiment. Denn in Hochzeiten öffnen sich die schweren Flügeltüren im 5-Minuten-Takt. Die mittelalterliche Ritterromantik täuscht. Das schwäbische Neuschwanstein steht erst seit rund 1,5 Jahrhunderten. Erbaut aus einem königlichen Jugendtraum, ist sie heute Stammburg und Besitz der Hohenzollern zugleich. Hier wurde nie gelebt. Hier wurde nur geprunkt. Heute gehört sie staunenden Touristen. Ein Ort der Sagen und Legenden. Wie dem Hohenzollern Hausgespenst, der weißen Frau. Jahrhundertelang trieb sie ihr Unheil nur in preußischen Schlössern. Selbst Napoleon Bonaparte fürchtete ihren Ruf mehr als die Preußen. Der Zollerngraben. Imposante 30 Kilometer lang und 1,5 Kilometer breit zieht er sich durch die Schwäbische Alb. Mittendrin der Zollerberg, auf dem die Burg majestätisch ruht.